Herzlich willkommen YouTube bei einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, diesmal ist der Nils wieder mit dabei. Und der Olli. Hi, ja, Ausflug. Ausflug. Also, direkt am Anfang erstmal was trinken. Ich hab nichts. Doch, eine Fackel. Ja, so. So, wir hatten, ja, wir müssen dich erstmal ausrüsten hier. Du hast ja noch gar nichts, dann komm mal mit hier. Dann gehen wir erstmal ins Lager. Boah, also ja, wie viel Eisen ist denn jetzt hier? Ihr wundert euch vielleicht auch. Sieht ein bisschen anders aus. Ja, ich habe ein neues Texture Pack ja, zum Ausprobieren bekommen von den Danny Daos. Er hat das Texture Pack mehr oder, hat er selber zusammengestellt und ja, ich finde, es wirkt eigentlich ganz nett hier auf den ersten Blick. Ja. Echt schick gemacht. Olli, bedien dich. Hier kannst du überall in den Kisten rumstimmen, was du möchtest, außer dass du nicht alle Diamanten verballerst. Das wäre nicht so schön, wenn du das tun würdest. Gut, dann schaue ich mich mal um. Wo sind denn Rüstungen? Rüstung musst du dir selber basteln. Nein. Hier vorne haben wir noch Edelsteine. Oder doch nicht? Ich packe mal 60. Ich packe dir mal das Eisen da rein. Warte, jetzt habe ich Steinkohle genommen. Eisenerz, hier habe ich auch noch Steinkohle. Okay, die. Ja, ich muss da nach unten, muss ich noch ein paar Steine abliefern. Weil ich habe ja ziemlich viel gesammelt gehabt, ne? Mit der Behutsamkeitshacke hier. Ich habe mal wieder aus Eisen ein paar Eisenblöcke gemacht, weil da ist ja so viel Eisen gewesen jetzt. Ja, das stimmt. Das stimmt, da war echt eine Menge drin. Oh, und das Ding hier. Jetzt werde ich mal mein Inventar hier so ein bisschen entkleistern. Bringt ja nichts, wenn ihr die ganze Zeit die Taschen voll hast hier. Ja, wir wollten gleich ein bisschen uns die Gegend angucken. Wir hatten gerade darüber gequatscht, was wir heute vorhaben. Ja, dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht uns mal den Dschungel unter die Lupe nehmen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden vielleicht hier so ein Dungeon, beziehungsweise hier so ein Tempel. Das wäre echt cool. Ja, braucht einer vielleicht eine Hose? Ich habe mir jetzt auch so zwei Hosen gemacht. Ja, tu sie erstmal irgendwo in eine Truhe. Ja, bei den Edelstein-Dingern da. Gut. Aber wie ging denn eine Jacke nochmal? War das? Ganz oben in der Mitte ein und dann die links und rechts davon freilassen, sonst jeden mit Eisen bedecken. Hast du das verstanden? Nee? Ja, doch habe ich aber. Nee, andersrum. Nichts. Du musst oben in der Mitte den freilassen und oben links und rechts musst du einen hinsetzen. Ah, okay. Ja, genau. Eisen, Brustpanzer. Gut. Ich bring dir dann auch mal Lebensmittel mit nach unten, dann hast du auch ein paar Kartoffeln. Ja, Essen ist ganz wichtig. Hier hast du ein paar Ofenkartoffelkäs. Ja. Eine Axt habe ich noch, wenn du eine brauchst. Hebt sich aber echt kräftig ab, ne, von Olli? Den Doomcraft. Ja, eine Axt, ja, das ist gut. Also nicht eine Axt, Spitzhacke. Spitzhacke. Aber eine Axt, ja gut. Axt werde ich mir, glaube ich, wenn wir im Dschungel gehen, wäre vielleicht eine zweite Axt gar nicht so schlecht, ne? Ein Schwert wäre vielleicht nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob wir uns da sind. Ein Schwert habe ich auch noch über hier. Weiß einer, wie man die vertikale Synchronisierung man hier anmachen kann? Ach, was? Beleidigung. Hey, ja, bei Grafikeinstellungen. Was hast du gesagt? Ich hab nur Bano verstanden hier. Choo-choo. Irgendwas nur mit synchronisieren, irgendwas. Ja, das vertikale Synchronisierung. Ja, bei Grafikeinstellungen dann unten rechts ist das. V-Sync. Okay. Also so ist das eigentlich Standard. Also ich hab's an. Ich hab zwar keine Ahnung, was das ist, aber. Aber es klingt gut, das an. Mach ich mal an. Ja, Hauptsache hat's. Was man hat, hat man, ne? So ist das nochmal. Ja. Super. Ich hab ja auch keinen Fraps, also nicht auf Aufnahme gedrückt, na toll. Das ist auf. Oh. Wer bei mir zusieht, der wird jetzt irgendein anderes schönes Bild machen, haben, keine Ahnung. Denn Bild kommt jetzt. So. Scheiße. Du bist so vorne. Aber das kennen wir, das haben wir auch alles hinter uns schon hier. Mit F9 habe ich F12 gedrückt. Naja, dann. Ach, ich mache hier irgendeinen Einspieler. Hört man halt nur das Gelaber. Ach, das ist normaler Stein jetzt hier. Boah, ich habe hier auch voll die Probleme, die Steine zu erkennen, gerade noch bei mir. Okay, ja, das ist normaler Stein. Anscheinend. Schon gebrannter, mehr oder weniger. Stein. Oh, hier sind schon wieder die Truhen alle durcheinander, Mann. Ich hasse das. Wer macht denn so weiter? Ja, keine Ahnung. Also bei euch auf dem Server gehen die FPS bei mir im Keller. Das ist Wahnsinn. 20. Ehrlich? Ja. Sonst habe ich durch Fraps 30.
während der Aufnahme, jetzt habe ich 19, 20. Hm. Aber mir geht das, also ich habe konstant 30 eigentlich. War ich eigentlich auch so. Im Normalfall. Was ich komisch finde, ist, ach, seit okay. ich das Texturenpack habe, habe ich nur noch 60 FPS ohne Aufnahme, vorher hatte ich 100. Das ist natürlich ein Unterschied. Ja, das herrliche Sommertexturenpack. Ja, aber manche Texturpacks sind auch sehr grafiklastig, ne? Also da musst du auch aufpassen. Naja, ist nur ein 64er. Ich hatte schon mal einen 128er drin und das lief gut. Ja, okay, dann geht's ja, ne? Also eigentlich bin ich soweit, glaube ich. Eigentlich, ja. Ich auch, mehr oder weniger. Ich will jetzt nur noch mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Ja, habe ich 10 bei. Aber jetzt, wo du es sagst, habe ich auch nur 20 FPS. Ich gehe jetzt im Bett und mach, was da wohl. Komm, bin ich da, ist Chaos. Ja, aber der Olli hat noch kein Bett hier. Den ja, ich habe einen zweiten stehen, da muss er bei mir pennen kommen. Ja. Dann lass uns schnell im Pennen gehen. Kannst du kuscheln kommen. Genau. Ist dunkel. Achso, wer bei mir zuguckt, ich weiß nicht, von meinen paar Abonnenten, ich bin heute zu Gast bei den Minecraft-Experten schlechthin. da ja keine Aufnahme war, hat man nein. Da echt nicht gehört. Hallo. Sorry. Den Minecraft-Experten schlechthin. Da lügt er seine Abonnenten auch noch an, ist ja unglaublich. Oh, scheiße. Ich will nur ein bisschen Honig ums Maul schmieren, damit ich vielleicht irgendwas Tolles bekomme. Boah, ja, Mann. Juni, du hast ein eigenes Bett, geh weg. Ja, komm, du hast ein Bett gekriegt. Das reicht doch schon mal für den Anfang. Ja, ich habe mich beinahe selber abgefackelt. Ich bin in meinen Ofen reingeflogen. In meinen Kamin. Und ich kam nicht raus. Soll ich mich da reinwerfen? Ja, mach doch. Look. So. Ist ja nirgendwo anders Platz. Bist du denn jetzt raus? Die sind ja alle schlechte Gastgeber. Ja, ich lieg schon im Bettchen hier. Ja. Gerade eben noch. Ich hab das Wasser ausgeschlagen. Das Feuer ausgeschlagen. Das Wasser ausgeschlagen, Respekt. Ja, das war zu heiß. Dieses Bett ist belegt. Ja, ach, was du nicht sagst. Wow! Na. Guten Morgen! Das ging ja aber, jetzt dann doch schnell. Aber ich kann mich dran erinnern, dass wir hier schon mal geschlafen haben, weil ich bin so, wieder aus meinem Bett gespawnt. Jetzt muss einer von uns sterben, Smoke. Ja, das bist du. Ich hab viel mehr Level als du. Wie viel hast du? Ich hab 2. Ha, ich hab 24. Ja, komm. Soll ich mal ausprobieren? Keine Ahnung. Muss aber eigentlich nee. Auch nicht, oder? Nee, muss nicht. Warte mal, dann kann ich wenigstens meinen Ofen wenigstens wieder heile machen. Ah! Was ist los? Smoke? Ja? Was hast du denn bei dir in Fraps eingestellt, wie viele Frames der da aufnimmt? Seit 29,9 FPS. Und wie viel FPS hast du jetzt gerade? 30. Ja, das ist doch gut. Ja, aber das, ja, das ist ab und zu mal, leckt das irgendwie auf 20% runter. Und dann so, das war's dann aber auch. Guck mal, alle komplett vollgerüstet. Ja. Ne, ich mache nämlich jetzt gerade mal eine Testaufnahme und bei mir steht der jetzt auch die ganze Zeit nur bei 30. Ja, 30 ist aber optimal. Was da drunter geht, ist doof. Drüber ist immer gut, aber 30 ist normal. Ja, drüber ist auch doof. Na gut, bei Minecraft ja. Fällt es nicht so auf. Wenn andere Spieler sind, nach oben wegreißt, ist es genauso kacke, ey. Dann gehen die Amps ja, völlig in Arsch. Ja, ist auch doof. Also bei Battlefield oder so sind, ist das auch kacke, wenn die nach oben wegreißen. Ja, schmeiß mir Kartoffeln zu, der Arme. Ja, klar. Ich hab so viele davon. Ey, der lädt nicht nach. Hast du Fackeln genug? Oh, ich kann eine Spinne sehen. Ich hab gar keine. Schwebt. Bei mir lädt der richtig gut nach. Bei mir nicht. Aber bei mir auch. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir denn eigentlich? Auf hart. Hart. Beim Smoke lädt der richtig gut nach. Beim Smoke hat der laut Verbindung nur einen Balken, ey. Wie ein Balken? Verbindung? Ja. Der hat bei mir alle einen Balken. Und dann cheatest du. Das ist ein gut voll oder ein? Ich hab komplett voll hier grün. Ja, bei mir auch alle, bis auf der Smoke, der nicht. Bei mir nur Smoke und Loki. Wir haben einen. Bei mir ist mir egal hier. Wow. Ich sehe nix. Ich auch nicht. Ich glaube, irgendwo hier müsste das sein, aber ich sehe nix. Also, der Dschungel hat sich noch nicht aufgebaut. Ich meine, was die Musik gerade richtig geil sein. Dazu.
Dschungel. Also bei mir tut sich mehr. Also ich sehe einen Dschungel. Ja, ich auch. Dann geh doch dahin. Wenn das der Dschungel ist, dann folgen wir dir unauffällig. Ja. Ach, da. Die und Schweine. Schweine. Ruf die Trommel. Oh, die Hunde. Dong, 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 dong. Das muss eigentlich Kies sein, ja. Kies haben wir sogar fast gar nicht mehr, ne? Boah, guck mal, wie viele Schweine hier sind. Voll die Schweine. Oh, ja, jetzt sehe ich den Dschungel auch. Das ist manchmal komisch, ne? Dass er so lange irgendwie lädt, irgendwie für die Felder hier. Steh ja, aber irgendwie geht's gerade hier ganz schön gut. Ja, anscheinend zieht das von Doomcraft doch ein bisschen mehr Leistung von meinem Rechner als das Texture Pack jetzt von den Denning. Aber bis jetzt gefällt mir das ganz gut. Das ist echt schick hier. Okay, schade, dass ich keinen Shader mehr nutzen kann, sonst würde es gar nicht mehr laufen hier, glaube ich. Also, ich habe noch gar nicht geguckt. Gibt es da mittlerweile vernünftige Shader für? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Aber wenn, dann glaube ich nicht, dass es damit funktionieren würde bei mir. Wow. Also ich hatte ja zuletzt auf der 152 hatte ich ja den Shader drauf und die ging ja ganz gut und boah, ich hatte jetzt aber das auch noch geht nicht hier geguckt, tief ob hier für die 161 haben sie einen Shader. Das geht hier tief runter, alter Schwede. Wow, Creeper! Da war ein Creeper, ja. Wo sind die denn? Ey, unter Wasser hat er mich gedrückt, ey. Seit wann können die im Wasser explodieren? Können sie schon immer, aber die machen dir dann keinen Schaden, aber ist trotzdem doof. Da kannst du vor den Rocket Jump machen, kennt ihr den? Den kannst du mit dem Creeper auch machen im Wasser. Ja. Kämpfe mit 17 FPS durch den Dschungel. Das ist wow, Wahnsinn. Respekt. Und du kannst dich noch bewegen. Das ist gut. Auch wenn ich mich an meine guten alten 486er Zeiten zurückerinnere und damals DSA gespielt habe. Da waren 17 FPS, glaube ich, relativ normal, denn da hatte man noch eine, wenn überhaupt, 1 MB Grafikkarte und konnte damit 256 Farben sich anschauen. Oh, wow. Ja, da ging die Kiste bei 17 FPS sicherlich ganz schön ab. Und heute sind so 60, 70 normal eigentlich. Ja, boah, ich bin da warst du mit 15 FPS King. Ja. Boah, wobei man ja schlimm eigentlich sagen muss, 30 FPS ist ja schon eigentlich flüssig, weil man sagt ja, irgendjemand hat ja festgestellt, mehr als 25 Frames kann das menschliche Auge sowieso nicht wahrnehmen und alles, was darüber hinaus ist, ist eigentlich Humbug. Ja. Aber wenn man sich dann die, Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, die Kiddies anschaut bei Quake 1, kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich bei irgendeinem gesehen, der hatte dann irgendwelche Add-ons drin und hatte dann auf einmal so 130 Frames oder so, da dachte ich so, hä, what? Okay. Aber hier vorne ist der Dschungel schon zu Ende, ne? Ja, der ist nicht so richtig groß, ne? Und wir haben den Olli verloren. Ich bin bei Loki. Achso, okay, gut. Warum? Ja, ich verfolge dich, ich habe keine weiteren. Ach, da seid ihr. Aber guck mal, hier vorne geht's runter. Ich weiß noch früher mit meinem Russenrechner, da war ich froh, wenn ich das Sims spielen konnte. Oh, ja. Da war die Festplatte irgendwie die Scheibe kaputt und dann musste ich oben richtig dolle draufhauen, da kam die Scheibe wieder in Schwung. Dann ist der hochgefahren. Auch nicht schlecht. Da musste ich 2 Minuten warten und mit Glück war er dann an. Also hier ist eine Höhle. Mit Glück. Irgendwie so, ja, mit Glück. Ja, das ist auch schon wieder erledigt mit der Höhle. Sehr geil. Ich habe sogar noch die alte Grafikkarte. Die habe ich hier noch rumliegen. So eine Nvidia. Oh, das ist ein hässliches Ding. Ja, aber mehr als Halskettenanhänger bringt das auch nichts mehr, ne? Nee, das hatte, glaube ich, noch das alte PCI-Anschluss. Oh, also. Noch das ganz alte. Oh, ja. Hä? Der hat sich ja doch was getan in der Zeit bis dahin. Oh ja. Ich bei mir hat der Baum normale Texturen. Ey, was auch geil wäre, wenn wir ein zweites Dorf finden würden, ne? Ja, aber glaubst du, so nah aneinander sind so hier Dörfer? Was habt ihr denn so für Texturenpacks eigentlich drin? Also der Smoke hat ja das vom Abonnenten und... Genau. Und ich hab's vergessen, wie mein heißt. Warte, ich guck mal. Ist auch mal. Also ich kann nur aufschreiben, wie meins heißt, denn den LB Namen kann man nicht gut aussprechen.
Achso, du hast dieses LB. Wie viel Pixel? Das hat doch über 100 Pixel, oder? Muss ich wieder gucken. Ja, ich glaube 128.